So, und herzlich willkommen bei Let's Play OMSI 2 Folge 405. Wir sind heute unterwegs auf Baumgarten, wie auch in der letzten Aufnahme. Und zwar heute mit dem MAN A21, also Lion City, in der Euro 6 Motorversion mit dem ZF-Getriebe. Der Bus stammt, so wie er hier steht, aus dem Fleetburg Add-on, möchte ich nicht sagen, aus der Fleetburg Map. Und ja, dort habe ich ihn ausgegraben. Die Map an sich funktioniert bei mir leider nicht, aber der Bus, der funktioniert und den finde ich sehr, sehr gelungen. Und deswegen dachte ich, können wir den nochmal nehmen. Und wir haben auch hier passend schon Let's Play, ne, das Kennzeichen, das muss sein, ne, also wenigstens das. Ja, und wir haben hier gerade Abend an dem schönen Albert Fleischkacker, Hacker. Platz, also Metzgerplatz oder was weiß ich, was das sein soll. Und ja, wir können hier auch losfahren. Es ist langsam Abend. Und ja. Linie. 01700. Ja, ne, das hat alles schon mal gefressen. Ach, das ist irgendeine Zusatzbeleuchtung hier unten. Route 0. 1, ist das die? Ne, halt. Ne, Route 02. Das ist ein sehr gutes Bedienungssystem, das muss ich echt sagen. Mosanger. Tada! Das sieht doch schon mal sehr gut aus, findet ihr nicht? So, wir müssen aber auch auf die Zeit achten. 2,5 Minuten. Ich mache mir das mal oben hier an, da sehe ich das auch. Machen wir mal hier die Beleuchtung im Innenraum an. Dann haben es unsere Fahrgäste auch hell. Und das ist irgendwie ein Erdgasbus, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen ist ja auch dieses Ding hier oben drauf. Und ja, los geht's. Fahren wir mal schon mal langsam zum Beginn der Linie. Das geht ja schon mal gut los. Jetzt haben wir natürlich erstmal die Box verpasst. Fahren wir mal ganz vorsichtig. Also ich habe jetzt hinten einen Beauftragten, der guckt hinten raus. Ja, ja, alles gut. Und dann hier jetzt gleich links rein. Die Leute denken auch, Mensch, der kann ja gar nichts, der Typ. Wenn die sehen, der verfährt sich ja schon direkt am Anfang, wenn es darum geht, hier abzubiegen. So, liebe Leute, jetzt bin ich da. Jetzt kann mich hier keiner mehr stoppen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Sie wollen jetzt aber kein Ticket haben, ne? Das wäre ganz schlecht, weil ich glaube, ich habe gar nicht den Ticketverkauf drin, ne? Na, das passt aber schon irgendwie. So, 1,1 Minuten haben wir ganz offiziell noch. Schöner Bus, ne? Also der gefällt mir wirklich gut. Wobei, wir können ja schon mal eigentlich fahren, ne? Weil da ist ja gleich so eine lange Ampelphase bestimmt. Ich mach mal kurz die Kamerasicht einen kleinen Ticken tiefer. Das gefällt mir so ein bisschen besser. Ja, oder? Na, ich mach die doch wieder hoch. So. Hier beim Alfred Moshammer... Ne, wer ist denn nochmal? Albert... Fleischhackerplatz. Da stürzen bei mir immer die Frames ab. Ich weiß nicht warum. Das seht ihr gerade vielleicht. Das sind jetzt gerade nicht so viele. Aber jetzt gleich werden da wieder deutlich mehr. Ach, das sind schön, das sind wirklich schöne Bilder, die wir jetzt hier so haben. Mach jetzt auch mal wieder das alles. Was habt ihr denn jetzt hier gemacht? Oh, wir dürfen fahren. Wir sehen auch hier oben schön, wie der die Gänge durchschaltet.
Time to depart. Oh, der sagt mir das sogar. Das ist ja schön. Okay. Time to depart. Ja, ist ja gut. Sechster Gang ist das hier gerade. Das ist ja schon mal ganz schön. Und das ist ja hier dieses etwas andere Cockpit-Layout. Das hat ja eher so Reisebus-Stil. Das ist aber, soweit ich weiß, auch das etwas modernere. Wir sind hier heute schon 700 Meter gefahren, wie man hier Guten Abend. Gut erkennen kann, hier unten an der Anzeige. Hören Sie bitte mal ein bisschen die Heizung. Und 16,5 hat der Bus insgesamt schon gelaufen. Der ist also noch brandneu. So brandneu, da kannst du echt noch einen Feuerlöscher holen. Ja, so heißt es das. Ne? Klarer Fall. Ja, die Türknöpfe sind etwas komisch platziert. Naja. Gut, wahrscheinlich ist das ergonomischer. Ich wüsste jetzt noch nicht warum, aber ist dann eben so. So, jetzt müssen wir nur kurz warten. Gleich sagt er wieder Time to depart. Da müssen wir eigentlich gar nicht selbst dran denken. Weil der Bus uns das ja ganz nett sagt. Was passiert denn, wenn ich das jetzt einfach nicht beachte? Das ZF-Getriebe ist, finde ich, immer so ein richtiger Wohlklang in meinen Ohren. Also das höre ich unheimlich gerne. Auch wenn Leute teilweise der Meinung sind, so Motorgeräusch ist Krach und schießt mich tot. Ich finde, das ist immer schön. Na gut, mag auch sein, dass ich nicht ganz normal bin, aber das, Zone 30. Damit man hier die Leute in dieser Zone, wo hier ganz viele Einkaufsläden sind, nicht einfach umfährt. Die sind dann so angegeilt noch von den Sachen, die sie eingekauft haben, dass sie einfach auf die Straße rennen, ohne zu gucken. Rechts, dann links. Der Blinker hat ein angenehmes Geräusch, also der ist gut. Andere Blinker, die haben teilweise so ein Geräusch, da schmeißt du dich echt nach einer Zeit vor den Zug. Und auch das Cockpit ist uns natürlich bekannt aus dem Eurotruck-Simulator. Ja. In dem ja... Abend. Also wo ja in dem MAN-Bus, LKW meine ich, links, dann rechts, wo da auch so ein sowas verbaut ist in der Art, wobei das sogar das gleiche meine ich, ne? So. Müssen wir kurz warten, es geht ja erfahrungsgemäß mal schnell hoch. Und auf geht's. Es wird, wie ihr seht, draußen zunehmend dunkel. Es kann sein, dass wenn wir da sind, das dann schon dunkel ist. Komm, schalte doch mal in den sechsten, Schatzi. Das ist hier so eine richtige Busspur, ne? Da ist ja, glaube ich... Ach nee, sonst gar nichts. Ist ja lustig. Fahren die Autos dann ja auch lang? Oder wo geht das für die lang? Hm. Mach mal Warmdinganlage an, nicht, dass hier irgend so ein Experte kommt und die Leute hier umfährt. Buongiorno. Guten Tag. So, wir warten wieder, bis wir das Signal kriegen zum Abfahren. Wir sind heute wirklich sehr gut in der Zeit. Na, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Jetzt gleich sagt er wieder, wir können los. Ja, oder er macht das auch nicht. Der hat wahrscheinlich gemerkt, wir hören eh nicht auf ihn. Was ist Menzinger Weg oder was ist das? Um 21.34 Uhr? Das war doch jetzt schon.
So, hier ist 30. Wahrscheinlich, weil es ja auch gefährlich ist mit den Leuten, die hier rumlaufen.